was hat er darauf geantwortet? Dass er mit Ilona rausfährt in den Wald, Pilze suchen. Aber wohin? Helga, es ist doch absurd, sich Sorgen zu machen. Sie werden irgendwo Schutz gesucht haben. Vielleicht sind sie irgendwo eingekehrt und warten, bis das Gewitter vorbei ist. Gib zu, dass du es nicht weißt. Du hast überhaupt nicht zugehört, was er gesagt hat. Du hast noch nie zuhören können, Manfred. Es ist schrecklich, wenn jemand nicht mehr zuhören kann. Bei welchem Friseur warst du? Seit wann interessierst du dich dafür, zu welchem Friseur ich gehe? War ja nur eine Frage. Ich finde, er hat dein Haar gut geschnitten. Danke. Hab nur so lange warten müssen. Und dann fing's auch noch an zu regnen. War höchste Zeit, dass es mal geregnet hat. Der Rasen ist schon ganz braun. Aber es muss ja nicht gerade anfangen, wenn ich frisch vom Friseur komme. Scheint aufzuhören. Schau mal, es liegen schon wieder tote Bienen auf dem Fensterbrett. Sagtest du nicht kürzlich... Ich habe diese Woche schon eine ganze Schaufel voll zusammengekehrt. Irgendjemand muss Gift gespritzt haben. Aber wer tut denn heute noch sowas? Oh, da könnte ich dir einige Namen nennen. Liebe Nachbarn, glaub mir. Berthold, 62, 68, 76, 82. Der alte Will liegt immer noch gut im Rennen. 12, 4, 5, ganze 6. Was für ein Kulturvolk wir doch sind. Von Trost. 60, 80, 140, 180, 220, 250, 290, 320. Axel von Trost. Der Trost all jener, die überhaupt noch lesen können. Hast du die Zahlen, Schatz? Berthold, 82. Der alte Will liegt immer noch gut. Aber nicht doch, du dumme Ziege. Du sollst nicht meine Kommentare festhalten, sondern immer nur die letzte Zahl, die ich nenne. Begriffen? Positiv. Na, wunderbar. Es ist 10.30 Uhr. Hier ist Autocontrol Südwest. An alle Autopiloten auf der A8 in Richtung Karlsruhe und auf der A5 in Richtung Basel. Infolge hohen Verkehrsaufkommens haben sich im Bereich Karlsbad Karlsruhe sowie auf der A5 zwischen Karlsruhe-Rheinhafen und Rastatt Stauungen gebildet. Ortskundigen Autofahrern in diesem Gebiet wird empfohlen, auf Manual zu übernehmen. Die jeweils günstigsten Transversalen sind elektronisch ausgeschildert und erscheinen auf ihren Monitoren. Wie weit haben wir noch? Übernächste Ausfahrt. 8,7 Kilometer. Übernehmen Sie auf Manual, oder soll ich den Bordcomputer anweisen? Halt's Maul, Astarte! Was haben wir hier für einen Ossegfaktor, Liebling? 82%. In dieser Gegend wurde eine Menge aufgeforstet. Dann werden wir lieber mal... Das Ding ist ja fast leer. Der Teufel hole diese Amorika aus. Und hier haben wir die neueste Pollenflugvorhersage. Starker Flug von Wegerich- und Gräserpollen und, durch die lange Trockenheit bedingt, zunehmender Flug von Fichtenpollen. Allerdings ist für den frühen Nachmittag mit örtlichen Wärmegewittern zu rechnen. Für den westlichen Bereich des Bodensees wurde Sturmwarnung gegeben. Ende der Durchsage. Ist da niemand? Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen. Guten Tag, Lüst ist mein Name. Eilhard, guten Tag. Wohnen Sie hier? Nein, wir sind bloß so auf der Durchreise. Ah. Schau mal, Opa, der Hund da schläft. Hey, lass ihn doch schlafen, Ilona. Gehen wir jetzt endlich Pilze suchen, Opa? Ja, gleich. Ach, würden Sie bitte der Wirtin sagen, dass ich das Geld hier auf den Tisch gelegt habe? Ja, mache ich. Dankeschön. Gut, dann Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Frau Gruber! Schatte, Herr Lüst. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, wie geht es Ihnen? Ach ja, danke, man schlägt sich durch. Was ist denn mit dem Hund los? Ich weiß nicht. Er liegt schon seit 2 Tagen so rum. Will nichts fressen. Die Hitze. Ah. Wie im Hochsommer. Dabei haben wir erst Juni.
Wie gehen die Geschäfte? Ich will nicht klagen. Obwohl ich zu klagen wahrlich Anlass hätte. Ach. Wer mag heute noch lesen, Frau Gruber? Wie lange werden Sie bleiben, Herr Lüssen? 3 Nächte. Ich habe nicht mehr viele Kunden in der Gegend. Möchten Sie wieder das Zimmer nach hinten zum Wald? Ach, bitte ja. Ich lege mich ein bisschen hin, wenn Sie mir später einen Tee machen wollen. Aber gern, Herr Lüst. 72, 2, 13, 60. 75, 3, 23, 68. 76, 5, 93, 62. 76, 5, 96, 59. Danke. Aber Sie weinen ja, Frau Gruber. Ist was passiert? Der Tierarzt war eben da, aber er konnte nichts mehr machen. Man glaubt es ja selber nicht, wie man an so einem Tier hängt. Das tut mir aber leid. Was hat der Arzt gesagt? Kann es Gift gewesen sein? Er sagte, er könnte das hier nicht feststellen. Jedenfalls hat er die Polizei angerufen und ihn mitgenommen. Die Polizei? Ja. Ist das nicht ungewöhnlich? Finden Sie? Sagen Sie, Frau Gruber, ich habe einen OSEC-Atlas im Programm, deshalb interessiert es mich. Wann wurde der Wald hier aufgeforstet? Merkwürdig. Die gleiche Frage haben mir vorige Woche 2 Leute vom Forstamt gestellt, die sich hier umgesehen haben. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil im selben Jahr meine Tochter zur Welt kam und die ist jetzt 32. Mein Vater war der Erste, der es mit der neuen Fichtenart versucht hat. Sie glauben ja nicht, wie es hier aussah. Zwischen dem S-Bahnhof und der Autobahn stand kein gesunder Baum mehr. Alles krank. Das meiste abgestorben. 6 Hektar Wald wurden hier neu gepflanzt. 3-mal ist mein Vater in die Tschechei rübergefahren und hat Setzlinge geholt. Entschuldigung, ich muss die Fenster zumachen. Ich glaube, wir kriegen ein Gewitter. 32. Die Osekova kommt in die Jahre. Und eins der Biester ist schon soweit. Ich rieche es. Schlimmer, als ich dachte. Wie Pfeffer. Was sagten Sie, Herr Lüft? So leid es mir tut, Frau Gruber. Aber ich werde meine Sachen zusammenpacken und abreisen müssen. Herr Lüft, was ist denn los? Wo wollen Sie denn hin? Es fängt jeden Moment an zu regnen. Zu spät. Zu spät? Was? Der Regen. Verdammt, das Ding ist ja auch leer. Frau Gruber, würden Sie bitte einen Notarzt rufen? Oh, um Himmels Willen, Herr Lüst, was ist denn... Wir legen die Feuerschneise hier und hier. Jawohl, Herr Oberleutnant. Wir werden bei dem steilen Gelände Luftunterstützung brauchen. Napalm, Flächenbrände. Gestern hieß es noch, dass Löschflugzeuge... Nicht hier. Das sind 30 Hektar, die weg müssen. Weißt du, was ich geträumt habe, Opa? Ja, was denn? Dass alle Bäume gebrannt haben. Der ganze Wald. Das ist doch schrecklich. Oh, es war schön. Wir haben ja von außen zugeguckt. Wir beide? Ja. Na, macht dir das Pilzesuchen Spaß? Weiß ich noch nicht. Da ist einer. Halt, fass den nicht an, der ist giftig. Woher weißt du das? Das sehe ich ihm an. An den weißen Punkten? Auch an den weißen Punkten. Da ist ein anderer. Nein, der ist auch giftig. Der hat aber keine weißen Punkte. Ja, bei dem sehe ich es an der Form. Weißt du, man muss lernen, Pilze nach ihrer Form und ihrer Farbe zu unterscheiden. Und an was siehst du, wenn er nicht giftig ist? Wie bei den Giftigen, an der Form und der Farbe. Jetzt haben wir schon so viele Giftige gesehen und noch nicht einen guten. Ja, es gibt nicht mehr viele, die nicht giftig sind. Die meisten sind verschwunden. Vielleicht sind die Pilze beleidigt. Vielleicht hast du recht, Ilona. Müssen wir noch weit gehen? Du wirst doch jetzt nicht schon müde sein, mein Kleines. Ha, guck mal da, da haben wir ja einen und dann noch einen. Und der da? Ja, der ist auch gut, das sind Pfifferlinge, siehst du? Schon hast du selbst einen gefunden.
Sollen wir auch da drüben schauen, bei den Silberbäumen? Ach, da sind diese neuen Fichten. Unter denen habe ich noch nie einen Pilz gefunden. Da ist ein kleines Haus. Ja, das ist ein Bienenhaus. Geh bloß nicht zu nah ran, dass die Bienen dich nicht stechen. Ich glaube, die sind alle fortgeflogen. Ja, du hast recht. Man hört gar keinen Summen. Nein, schau hier. Die sind alle gestorben. Da sind überall tote Bienen. Ja. Du, ich muss mich ein bisschen hinsetzen. Komm, setz dich zu mir, Kleines. Hörst du, wie die Bäume knarren? Ja, ja. Der Wind wird stärker. Das scheint ein Gewitter zu kommen. Ich möchte nicht mehr weitergehen. Mir tun die Augen weh. Ja, ja, wir gehen gleich zurück zur S-Bahn. Lass mich noch eine Minute ausruhen. Es ist so ein merkwürdiger, beißender Geruch in der Luft. Ich habe Angst, Opa. Ich brauche das Wetteramt. Ja, hier Wetteramt. Können Sie mir definitiv sagen, wie sich das Wetter in den nächsten 8 Tagen entwickeln wird? Mit wem spreche ich? Hofstetter, vom Innenministerium. Aha, guten Morgen, Herr Hofstetter. Nun, soweit sich die Lage überblicken lässt, geht die anhaltende Schönwetterlage zu Ende. Über Südengland hat sich ein kräftiges Tiefdruckgebiet ausgebildet, das nach Skandinavien zieht. Die ersten Störungsausläufer werden unser Gebiet im Laufe des Samstags überqueren und kräftige Gewitter mit zum Teil ergiebigen Regenfällen mit sich bringen. Das ist die beste Nachricht seit langem. Dann hatten Sie kein Open-Air-Festival geplant. Wie? Nein. Das heißt ja, aber es ist uns lieber, wenn es regnet. Viele Wochenendausflügler werden da anders drüber denken, Herr Hofstetter. Aber Sie werden Ihre Gründe haben. Ich? Ja, Sicherheitsgründe. Ich danke Ihnen. Aber bitte. Schön haben Sie es hier. So viel Wald. Ach, die gute Luft. Dabei war hier schon alles abgestorben. Vor 30 Jahren stand hier kein Baum mehr. Mhm. Das hat mein Vater alles aufgeforstet. Was war der Verstorbene denn von Beruf? Verlagsvertreter. Mhm. Er wohnte alle Vierteljahre für ein paar Tage hier, wenn er die Buchhandlungen in der Gegend besuchte. Seit 20 Jahren schon. Er war so ein gebildeter Mann, der Herr Lüst. Er hat mir jedes Mal ein paar Bücher geschenkt. Er litt an Asthma, sagten Sie. Ja, das wusste ich gar nicht. Aber daran ist er gestorben. Mein Gott, ist das alles schrecklich, dass es ausgerechnet hier passieren musste. Wenn ich das recht verstanden habe, starb er nicht hier, sondern auf dem Transport ins Krankenhaus. Ja, war überall Stau. Ist das sein Wagen? Ja, und in der Rezeption steht auch noch sein Computer. Aha. Die Polizei hat gesagt, sie wird die Angehörigen verständigen. Ach, alle diese Scherereien. Als ob es nicht genügte, dass unser Hund gestorben ist. Ach, das tut mir aber leid. An was ist der gestorben? Das weiß ich nicht. Der Tierarzt hat ihn mitgenommen, nachdem er die Polizei angerufen hat. Die Polizei? Wird denn da irgendein Zusammenhang vermutet? Nein, das glaube ich nicht. Der Hund war ja schon seit Tagen krank. Und als der Tierarzt die Polizei angerufen hat, war Herr Lüst ja noch am Leben. Mhm. Mhm. Sagen Sie, was ist denn das für eine gelbe Schmiere hier überall? Das sieht ja wie Schwefel aus. Das ist die Fichtenmast. Die was? Die Fichten. Sie blühen. Und bei dem trockenen Wetter trägt der Wind den Samen überall hin. Mhm. Der Regen gestern hat alles runtergewaschen. Mhm. Ah, das Zeug ist ja wie Niespulver. Frau Gruber, würden Sie erlauben, dass ich mal einen Blick auf den Computer von diesem Herrn Lüst werfe? Wenn Sie meinen, Herr Benedikt, die Polizei wird doch hoffentlich nichts dagegen haben, oder? Ach, was denn? Wir haben es hier doch nicht mit einem Mordfall zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber er hat mit dem Ding gesprochen, als wäre es eine Freundin. Ich fand das ein bisschen, naja, pervers kann man ja schlecht sagen. Als er ihn das erste Mal dabei hatte, dachte ich, er hätte tatsächlich so eine auf dem Zimmer. Kennen Sie sich mit so einem Ding aus? Ja, ich denke schon. Oh, das ist ja eins von den allerneuesten Modellen. In der Redaktion haben wir eine von den älteren Audios. Hallo?
Hallo? Entschuldigen Sie, für Sie ist Astarte incommunicado. Sie schweigt und Sie werden sie nicht zum Sprechen bringen. Sie reagiert ausschließlich auf mein Stimmprofil. Wann immer Sie mir etwas mitteilen wollen, sagen Sie es mir, es wird aufgezeichnet. Bitte sprechen Sie. Jetzt. Das ist ja die Stimme von Herrn Lüst. Redspot an Drossel 4, bitte kommen. Drossel 4 an Redspot, ich verstehe Sie gut. Sehen Sie auf Ihrem Kurs die Gruppe Fichten, die aus dem Mischwald ragt. Das ist Ihr Ziel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Hat die Presse auch schon die Nase drin, Genoss Benedikt? Hat sie, mein lieber Staudinger, hat sie. Wir kennen uns lange genug, deshalb gerade heraus. Wo liegt der Hund begraben? Welcher Hund? Das war schwach. Aber wenn Sie schon fragen, der von Frau Gruber. Tierkörperentsorgung? Reine Gefälligkeit. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja. Seit wann sind tote Hunde meldepflichtig? Keine Ahnung. Staudinger. Ich habe doch wirklich keine Ahnung. Ach. Solchen Gesetz nehme ich an. Ich weiß nur, dass die Todesursache veterinärmedizinisch festgestellt und in Zweifelsfällen der Kadaver ins Veterinärmedizinische Institut der Universität verbracht werden muss. Ist das eine Anordnung vom Gesundheitsministerium? Innenministerium. Seit wann? 2 Wochen. Mhm. Und weshalb wurde bei dem Buchvertreter eine Obduktion vorgenommen? Also wahrscheinlich, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. Und wie lautet die? Moment. Hier. Anaphylaktischer Schock mit rapidem Blutdruckabfall und Herzversagen. Herr Lüst war ein schwer gefährdeter Asthmatiker. Lungenemphysem, konnte nicht ohne Antihistamine leben. Mutmaßlich auslösender Faktor, Allergie gegen Blütenpollen. Zufrieden, Genosse? Nein. Wer hat die Obduktion veranlasst? Routine, nehme ich an. Fragen Sie den Arzt? Das habe ich, Staudinger. Der murmelte auch sowas von einer Weisung aus dem Innenministerium. Die muss ziemlich neu sein. Und das mit dem Hund, das machte mich noch mehr stutzig. Da ist doch was im Busch, Staudinger. Riechen Sie das denn nicht? Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Benedikt. Ich glaube Ihnen kein Wort. So, dann lassen Sie es bleiben. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Bitte? Was ist ein Ossekova? Ein Neossekova. Also gut, ein Neossekova. Keine Ahnung, nie gehört. Woher wissen Sie denn dann, dass es die Ossekova ist? Das sagt mir die Endung. Ach, richtig, ja. Der Genosse ist ja Lateiner. Das ist nicht lateinisch, das ist slawisch. Dieser Buchvertreter, Ernst Lüst heißt er, sagte kurz vor seinem Tod, diese Ossekova habe ihn geschafft. Und er sagte, er habe einen Ossek-Atlas im Programm. Können Sie sich darunter was vorstellen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben alle Prospekte, alle Listen, alle Umschläge durchgesehen, nichts. Wir haben beim Verlag angerufen, der hat keinen Ossek-Atlas im Programm, was immer das sein mag. Wisst ihr schon was von dem vermissten Pilzsucher und dem kleinen Mädchen? Negativ, wir haben Hunde angefordert, aber ist natürlich schwierig nach dem starken Gewitterregen. Ihr geht davon aus, dass sie tot sind? Wir müssen es in Betracht sehen. Verbrechen? Nee, kaum, Unfall wahrscheinlich, Blitzschlag oder sowas, aber vielleicht finden wir sie ja lebendig. Kleines Mädchen irrt tagelang hilflos im Wald herum. Das wäre doch eine schöne Story für Ihre Zeitung. Das wäre wirklich eine schöne Story, Staudinger. Die Picea umurica war im Tertiär in ganz Europa verbreitet. Die Eiszeit überlebte sie in einem Refugium auf dem Balkan. Nach der Eiszeit machte die Picea abies, unsere gemeine Fichte oder Rottanne, das Rennen. Während es der Omurica nicht gelang, sich über ihr Rückzugsgebiet hinaus auszubreiten. Die letzten Exemplare wurden 1876 von dem serbischen Botaniker Pankic am mittleren Lauf der Drina und im bosnisch-serbischen Grenzgebiet entdeckt. Wegen ihrer silberfarbenen Nadeln war sie als Zierbaum begehrt. Es haut hin, das Jahr, mein Wetter. Ein paar kalte Tee zwischen Thomas und Sebastian zum Schlagen. Das gibt einen guten Preis. Wo lassen wir rein fallen, Martin? Was meinst du, Junge? Lassen wir da rein sausen? Da schlägt er uns nicht so viel zusammen. Das ist ein schöner Anflug dabei. 3-4-jährig. Wird uns da drum. Ja, dass uns bloß nicht das Bienenheißel vom Basten zusammenhaut. Ja, das wäre wurscht. Dem sind letztes Jahr sowieso seine Bienen verreckt.
Dort drauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Du noch mal mit der Winde packen. Ach was, das machen wir mit dem Kai. Der fällt schon richtig. Aber das Seil sollte man schon nehmen. Wo ist es dann? Na, da liegt beim Schlepper. Wo ist denn dein Hund, Alois? Ah, da drüben. Burschen, im Seil. Ja, hab ihn. Ober, er kommt. Sauber kommt er. Dass du aber auch immer deinen Schereschleifer dabei haben musst. Nee, bald, schon mal. Ja, den wird's noch einmal erschlagen, das wirst du noch sehen. Ja, ja, ich pass schon auf. Was hat dann das Viech? Oder hat doch was? Da drüben, bei den jungen Fichte. Ja, sieht so aus. Fuß! Komm hier, Ranko, Fuß! Ja, pfui Teufel. Ja, was wird das haben? Ein totes Kind. Aber schon lang tot. Ja, das sieht ja furchtbar aus. Ich konnte es nicht angucken. Das ist ein Mädel, der Kleider noch, ne? Irgendwo sexuelle Sauerei, Mensch, nicht? Das ist ein Fall für die Polizei. Das geht uns nichts an. Bewahren Sie Ruhe. Aber bereiten Sie sich vorsorglich auf eine eventuelle und Mitbürger. Hier spricht die Polizei. Bitte bewahren Sie Ruhe. Aber bereiten Sie sich vorsorglich auf eine eventuelle zeitweilige Evakuierung. Nehmen Sie daran, dass Sie Schutzmittel sowie Augentropfen und Antihistamine in Empfang. Achten Sie bitte auf weitere Lautsprecher und Rundfunkdurchsagen. Hey, Sie! Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Suchen Sie denn? Ist das Ihr Wald? Mein Wald? Nee, den möchte ich nicht geschenkt. Kennen Sie sich hier aus? Ja. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, wo man im Winter die Leichen von dem kleinen Mädchen und dem Mann gefunden hat. Ja. Wissen Sie, wo genau? Das Mädchen hat da gelegen, wo die Jungfichte so dicht stehen. Und der Mann, den die Polizei später gefunden hat, der hat da drüber gelegen, ein Stück weiter von dem Häuschen, da wo der hohe Farn wächst. Aha. Und wie heißen Sie? Warum wollen Sie das wissen? Ich weiß halt gern, wen ich vor mir habe. Entschuldigen Sie, ich bin von der Zeitung. Benedikt ist mein Name, Rolf Benedikt. Aha. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich werde Baste genannt. Herr Baste. Sie sagten eben, dass Sie diesen Wald nicht geschenkt haben möchten. Weshalb? Wie meinen Sie das? Ja, ist er nichts wert oder ist er schlecht oder... Oder ist es wegen der Toten? Die Bäume sehen doch ganz gesund aus, sie sind doch gut gewachsen. Was sind das eigentlich für Bäume? Das sind Fichten, nehme ich an, ja? Sind keine Bäume. Was wollen Sie damit sagen? Sehen aus wie Bäume. Sehen aus wie Fichte. Hexenfichte, sagen manche. Aber es sind keine Bäume. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ich komme viel rum im Wald. Sehe das alles schon seit über 30 Jahren. Kann sagen, was es mag, aber Bäume sind's nicht. Sowas hat's überhaupt noch nie gegeben und ich kenne den Wald. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie Sie das meinen. Da gibt's nichts zu verstehen. Das spürt man. Das ist künstlich. Es kommt nicht aus der Natur. Sieht nur so aus. Das wäre so alles wie der Schlare, Misse, was ihr. Alles. Oder verbrenne. Oder ertränke. Oder was. Ist alles wieder weg, wie es da steht. Weshalb? Weil es keine Bäume sind. Das sind... keine Bäume. Können Sie mal glauben. Das spüre ich. 92, 6, 37. 78 auf 81. Wird rot. 92, 6, 37 Weiden wird rot. 75, 3, 23, 66 auf 68, bleibt gelb.
75323 Wildbad bleibt gelb. Habe ich da gerade richtig gesehen? Tun sich jetzt die Sozis mit den Urgrünen zusammen? Ha, Hofstädter. Oder muss ich jetzt Herr Hofstädter sagen? Unsinn. Sind Sie zu Fuß? Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit. Ah, das trifft sich gut, danke. Ich bin mit der S-Bahn rausgefahren, es geht schneller. Gratuliere übrigens, Pressereferent im Innenministerium, das ist ja schon was, in so kurzer Zeit. Dass Sie ein hoffnungslos falsches Parteibuch haben, habe ich Ihnen schon immer gesagt, Benedikt. Aber nur kein Neid. Ist eine elende Schinderei. Bin kaum einmal am Wochenende daheim. Was treibt Sie denn in diese Gegend? Ach, ich wollte mir mal die Stelle ansehen, wo man Anfang Januar die beiden Leichen gefunden hat. Den Pilzsammler und seine Enkeltochter. Der Fall ist doch längst abgeschlossen. Kalter Kaffee für die Presse. Und trotzdem, mir kommt die Sache irgendwie merkwürdig vor. Inwiefern? Der alte Mann stirbt an Herzversagen, okay. Aber das Mädchen war gesund und war immerhin schon 7. Warum findet sie nicht zur S-Bahn zurück? Die ist keine 300 Meter entfernt. Man kann die Züge hören an der Stelle. Ich habe mich davon überzeugt. Nein, sie rennt buchstäblich wie blind in eine Schonung, wo sie am dichtesten ist, und stirbt. Es war ein Gewitter an dem Tag. Vielleicht hat sie der Blitz erschlagen. Vielleicht ist sie in ihrer Panik gegen einen Baum gerannt, hat das Bewusstsein verloren. Sie vielleicht verletzt. Das haben Sie dreimal vielleicht gesagt, Hofstädter. Genauso ist mir zumute. Vielleicht. Die Obduktion hat nichts erbracht. Wissen Sie, was eine Hexenfichte ist, Hofstädter? Keine Ahnung. Ich bin nicht im Ministerium für Landwirtschaft und Forsten, sondern im Innenministerium, Benedikt. Ach, schade, jetzt haben wir die Nachrichten versäumt. No problem. Ein Audiopartner speichert die letzten 24 Stunden Radioprogramm von jeweils 3 ausgewählten Sendern. Automatisch. Das ist Wahnsinn. Ich kann jederzeit alles abrufen. Astarte? Ja, Heinz? Die 15 Uhr Nachrichten im Ersten. Beim Gongschlag war es 15 Uhr. Zehntausende von Naturfreunden trafen sich anlässlich des Tags des Baumes in der Landeshauptstadt. Genau, das wollte ich hören. Die Veranstaltung stand unter dem Motto, es lebe der Wald. In seiner Ansprache sagte der Ministerpräsident, der deutsche Wald sei heute wieder das, was er seit Jahrhunderten gewesen war. Genetisch gesund und widerstandsfähig, die grüne Lunge des Landes. Hat er wirklich grüne gesagt? Ein Gesundbrunnen aller seiner Bürger. Ein gesunder Wald, ein gesundes Volk. Oh Gott. Allen roten und grünen Unkenrufen zum Trotz sei es deutschem Erfindergeist gelungen, das Gespenst des Waldsterbens ein für alle Mal zu bannen und einen Zustand wiederherzustellen, wie er im Liedgut des deutschen Volkes und seiner bodenständigen Literatur urtümlich zum Ausdruck kommt. Ihr Ministerpräsident. Washington. Wie ein Regierungssprecher des Weißen Hauses bekannt hat. Ich wollte eigentlich nur den Bericht über den Tag des Baums hören. In Mexiko. Astarte, das reicht. Das ist ein fabelhaftes Ding von einem Personal Computer. Du folgst aufs Wort, wie? Logisch. Ein Audiopartner muss aufs Wort folgen, sonst wär's keiner. Sie nennen ihn Astarte? So heißt das Ding wirklich. Audio Sensor Tracing and Response Tuning Electronic. Audio Sensor Tracing... ein Astarte. Und Astarte gehorcht nur der Stimme ihres Herrn, ja? Logisch. Schon aus Gründen der Datensicherung. Sie lässt sich von niemandem bequatschen. Wenn es jemand versucht, schweigt sie wie eine Auster. Aha. Wie kann man diese Fixierung wieder aufheben? Weshalb sollte man? Ja, es könnte ja ein Notfall eintreten zum Beispiel. Ach so. Naja, ich nehme an, dass es möglich ist. Wahrscheinlich muss ein Fachmann ran. Und was kann die Dame Astarte noch alles? Alles. Fast alles. Mailbox, Buchhaltung, Informationsbeschaffung, Banküberweisung, Terminkalender, Spiele, Schach, sowas. Unglaublich. Und dann gibt's natürlich auch alle möglichen Spezialprogramme, wie günstige Fahrstreckenwahl und solche Dinge. Das ist hochinteressant. Man könnte demnach mit so einem Spezialprogramm, sagen wir, auch einen Atlas zusammenstellen? Wenn's jemand Spaß macht? No problem! Bitte machen Sie die Straße frei, damit die Panzerfahrzeuge hier durch können. Sie fahren mit Ihrem Panzertor nicht neu. Das ist Maulwald. Erster Zug, aufsitzen, Gasmasken auf. Flammenwerfer einsatzbereit. Los! Herr Benedikt? Ja,
Guten Tag, Herr Lewis. Schön, dass Sie für mich Zeit haben. Ist doch selbstverständlich. Kommen Sie doch rein. Danke, danke. Sie leben allein hier? Derzeit ja. Meine Mutter ist viel unterwegs, auf Tournee. Sie ist Musikerin. Mhm. Sind Sie auch Musiker? Ja, Cello. In der Philharmonie. Mögen Sie Musik? Oh, ich bin absolut unmusikalisch, haben meine Lehrer gesagt. Aber ich liebe Musik. Sehen Sie, so geht es mir mit Computern. Ich bewundere diese faszinierende Technik, aber ich bin außerstande, mit ihr umzugehen. Geschweige denn, sie zu verstehen. Ich habe das Gerät nur ein einziges Mal eingeschaltet, dann hörte ich die Stimme meines Vaters. Das hat mich schrecklich traurig gemacht. Seither habe ich es nicht mehr angerührt. Das kann ich verstehen. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Danke. Sie haben mir am Telefon gesagt, ich solle einen Fachmann bitten, dieses Ding, wie soll ich sagen, aufzuschließen. Ja, ja. Ich bin damit einverstanden. Prima. Die finanzielle Seite können wir dahingestellt sein lassen. Ich bin selbst daran interessiert, was mein Vater zusammengetragen hat, aber ich habe eine Bedingung. Ich möchte mir zunächst alles anhören und ansehen, bevor ich irgendetwas an die Presse gebe. Das ist doch selbstverständlich. Ich schicke Ihnen dann diesen ominösen Atlas zu, falls er existieren sollte. Wie sagten Sie, soll der heißen? OSEC-Atlas, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha. Natürlich denkt man an ein Verlagsprogramm, nicht an ein Computerprogramm. Ja, das wäre auch meine Reaktion gewesen. Hat sich Ihr Herr Vater für Krankheiten interessiert? Nicht, dass ich wüsste. Selbstverständlich hat er sich mit den Umständen seines Leidens beschäftigt, seiner Pollenallergie und seinem Asthma. Seine Leidenschaft aber, da gibt es freilich Zusammenhänge, waren Bäume. Bäume? Ja, er kannte alle. Sämtliche Unterarten, Züchtungen, Mutationen. Wenn Sie sich in unserem Garten umsehen, eine Fülle seltener Bäume aus aller Welt, soweit sie in unseren Breiten gedeihen. Es verband ihn eine Art Hassliebe mit ihnen. Sie machten ihm das Leben schwer mit ihrer Blüte, aber er bewunderte sie, beobachtete sie, las viel über sie. Könnte diese Osekova ein Baum sein? Das wäre denkbar, aber na, da müssen Sie einfach mal zu Rate ziehen. Dieses Interesse meines Vaters habe ich nicht geteilt. Nicht, dass ich Bäume nicht mag, im Gegenteil, aber ich bin botanisch gesehen ein absoluter Laie. Ich werde Ihnen jedenfalls, sofern vorhanden, diesen Atlas schicken. Ich danke Ihnen, Herr Lüst. Aber das ist doch selbstverständlich. Bitte. Zweiter Zug, fertig machen! Rufe Sie sofort Ihr Panzer zurück! Bleiben Sie stehen und ich schieße! Ach, lecken Sie mich doch am Arsch! Das ist ein militärischer Einsatz! Und du träumst, dass Krieg ist. Das ist kein Traum, Baste. Das ist live. Hör rein. Guten Tag. Herr Dr. Fischbach? Benedikt ist mein Name. Rolf Benedikt von der Presse. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist nett von Ihnen, Herr Dr. Fischbach, dass Sie ein paar Minuten Zeit für mich haben. Ich brauche Ihren fachlichen Rat. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Um es kurz zu machen. Gibt es eine Baumart, die Osek oder Osekova heißt? Sicher. Die Picea umarica Osek, eine Variante der serbischen Fichte. Könnten Sie mir etwas über diese serbische Fichte erzählen? Die Picea umarica ist etwas kleiner als unsere Rottanne, die Picea abies, aber ein sehr robuster Baum. Heute spielt sie als Nutzholz eine zunehmende Rolle, weil sie weniger schädlingsanfällig ist als die abies, die ja praktisch vom Aussterben bedroht ist. Ja. Zur Verjüngung und Aufforstung wird heute fast ausschließlich die umarica verwendet, das heißt die Form Osek. Mhm. Sie ist zwar weniger ertragreich als die Abies, zeigt aber weniger Wildverbiss und ist insgesamt wesentlich weniger anfällig. Der ideale Baum fürs Industriezeitalter, wenn ich so sagen darf. Das ist fantastisch. Die staatliche Baumschule in der Tschechei in Sehuschitze bei Brünn exportiert alljährlich Hunderttausende von Setzlingen in alle Welt. Vor allem in die Industrienationen.
Und bald werden es noch mehr sein, wenn die ersten Exemplare der nächsten Generation geschlechtsreif sein werden. Wann ist das der Fall? Die Omorika braucht dazu etwa 35 bis 40 Jahre. Ich denke, dass es bald soweit ist. Vielleicht blühen dieses Jahr die ersten Exemplare. Vielleicht hat schon in den letzten Jahren der eine oder andere Baum geblüht. Es kann also im letzten Jahr durchaus schon Pollenflug dieser neuen Bäume gegeben haben. Aber sicher. Freilich nur sehr sporadisch und geografisch punktuell. Es werden aber jedes Jahr mehr. Wesentlich mehr. Haben Sie auf mich geschossen? Ich habe nicht auf Sie geschossen. Ich habe ein paar Warnschüsse abgegeben. Dies ist eine militärische Operation. Wir haben es mit einer tödlichen Bedrohung zu tun, auch wenn Sie das nicht zu begreifen scheinen. Ich werde keine Sekunde zögern, Sie zu erschießen, wenn Sie diesen Einsatz gefährden. Verlassen Sie sich drauf. Ich habe meine Befehle. Oberfeld, nehmen Sie den Mann fest! Soll ich Ihnen einen Kaffee mitbringen, Herr Benedikt? Vielen Dank, Frau Schneider. Ich habe bereits drei getrunken. Mir flattert schon der Magen. Mich fragen Sie nie, Frau Schneider. Vielleicht habe ich meine Gründe, Herr Treiber. Damit es kein Missverständnis gibt, mir brauchen Sie keinen mitbringen. Mitzubringen, Herr Treiber. Das ist selbst für einen verkrachten Germanisten wie Sie schwach. Ach, müsst ihr euch denn schon wieder kabbeln? Was sich liebt, das neckt sich. Gell, Frau Schneider? Kurt, ich war eben bei diesem Dr. Fischbach vom Forstamt. Kannst du dir vorstellen, dass die die Welt mit einem Baum vollpflastern, von dem sie keine Ahnung haben? Ich verstehe nicht ganz. Du hast doch von dieser neuen Fichte gehört, mit der überall aufgeforstet wird, ja? Das ist ein Mutant, der im dreckigsten Winkel der Erde aufgetreten ist, was Umweltverschmutzung anbelangt. Von dem hat man Millionen von Setzlingen gezogen und in alle Welt verschickt, seit mehr als 30 Jahren. Kein Mensch weiß, wie er sich verhalten wird, wenn er geschlechtsreif wird, was für Pollen er auf die Reise schickt. Kein Mensch ist auch nur auf die Idee gekommen, zu testen, wie das auf Asthmatiker und andere Allergiker wirken könnte. Das ist ein bisschen sehr dramatisch, Bene. Herr Benedikt, bevor ich es vergesse, Ihnen zu sagen, bei der Post war diese Kassette, Einschreiben, von einem Ernst Blüst. Auf die habe ich gewartet, da bin ich aber gespannt. Soll ich? Ja, bitte, leg ein. Mein Name ist Eberhard Blüst. Ich bin Verlagskaufmann im Außendienst und komme aus beruflichen Gründen viel herum zwischen Freiburg, Bad Reichenhall und Cham. Einem Gebiet also, das seit jeher von der Fichte dominiert wird. Einem Gebiet, das außerordentlich vom Waldsterben betroffen war und entsprechend aufgeforstet werden musste. Mhm. Mein Hobby ist die Botanik, speziell die Bonne. Ich bin Asthmatiker und durch Blütenpollen gefährdet. Ich habe sorgfältig die Pollenflugvorhersagen zu beachten. Sie sind für mich wichtig, gewissermaßen lebenswichtig. Ich habe eine Hypersensibilität, was die Pollen der Omorika-Fichte betrifft. Was ist denn da, Amius? Bisher trat diese Art nur als Zierbaum auf. Und wenn man weiß, wo sie stehen, kann man ihnen zu Zeiten der Mast leicht aus dem Wege gehen. Nun aber wird dieser Baum in der Form Ossek weiträumig in ganz Europa verbreitet. Im Folgenden finden Sie einen Atlas, den ich mit Hilfe meines Computers zusammengestellt habe, sozusagen als Nebenprodukt meiner Reisetätigkeit. Er verzeichnet die Standorte, die Dichte und soweit für mich feststellbar das Alter der Ossek-Bestände in Süddeutschland. Kopien dieses Bandes gehen an Fachleute, Botaniker und Allergologen. Vielleicht ist meine Arbeit dazu angetan, einigen geplagten Menschen das Leben zu erleichtern, indem sie die betroffenen Gebiete meiden. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Anscheinend bist du nicht mehr dazu gekommen, das Band zu kopieren und zu verschicken. Sonst hätte man doch was davon gehört. Was ist denn das hier? Schulklasse bei Waldspaziergang vergiftet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist im Juni dieses Jahres eine Schulklasse bei einer Wanderung im Wald bei Teplice in der Tschechei in eine rätselhafte Giftwolke geraten. Fast alle Kinder mussten mit einer Verätzung der Atemwege und der Augen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Ob es Todesopfer gegeben hat, ist nicht bekannt. Bewohner der Umgebung klagten über Augenbrennen und Hustenreiz. Der Ursprung der Schadstoffemission konnte nicht ermittelt werden. Wenn das eine Ossek war, dann Gnade uns Gott. Frau Schneider, wo ist der Zeitungsausschnitt mit der handschriftlichen Notiz her? Der war in einem Kuvert mit dem Band. Ach, der ist uralt. Anderthalb Jahre. Guter Gott, wenn da was dran sein sollte, dann tickt hier eine Bombe, wie wir sie uns schlimmer gar nicht vorstellen können. Das muss raus.
Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf. Wir haben nicht den Schimmer eines Beweises. Die machen uns den Laden hier zu, wenn wir die Leute in Panik versetzen. Und das kann leicht passieren. Soll ich mal auf den Busch klopfen und Hofstädter fragen, was ein OSSEC-Atlas ist? Langsam, irgendjemand habe uns so ein Ding zugeschickt und wir wüssten nicht, was wir damit anfangen sollen. Wenn die im Innenministerium das Problem kennen... Davon gehe ich aus. Dann sind 10 Minuten später unsere Telefone tot. Und ein Hubschrauber des BND wäre auf dem Weg hierher. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Okay, ich werde versuchen, mit Hofstädter zu reden. Wir kennen uns lang genug. Er war ja auch mal Reporter. Bevor er die Treppe hinaufgefallen und zu Füßen des Herrn Innenministers gelandet ist. Nein, Herr Oberstleutnant. Wir haben es hier nicht nur mit extrem schwierigem Gelände, sondern darüber hinaus mit aufständischen Bauern zu tun. Verhaften, jawohl, Herr Oberstleutnant. Bereits geschehen. Nein, wir kommen an die auf der Karte bezeichneten Baumgruppen nicht heran. Napalm. Weiträumigen Flächenbrand entfachen. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Dritter Zug fertig machen. Feuer weiträumig verteilen. Jetzt brennt er dein Wald, Schorsch. Bist du's, Manfred? Ja. Warst du auf dem Friedhof? Hast du die Gräber gegossen? Ja. Alles ist schrecklich verdorrt. Ich glaube, es ist noch heißer und trockener als im letzten Frühjahr. Da gab es wenigstens ab und zu ein Gewitter. An dem Tag, als Ilona und Groß... Bitte, Manfred. Wenn das Gewitter nur einen Tag früher gekommen wäre, dann könnten sie noch am Leben sein. Fängst du wieder damit an? Das hätte den Pollenstaub aus der Luft gewaschen und nichts wäre passiert. Du hast dich da an dieser Theorie festgebissen. Du hast doch gehört, was die Ärzte und die von der Polizei gesagt haben. Die haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Die wollten irgendetwas vertuschen. Ich hatte schon damals so ein komisches Gefühl, als wüssten die mehr, als sie zugeben wollten. Musst du mich immer wieder daran erinnern, wie sie gestorben sein könnten? Ich will die Wahrheit wissen. Ich verfolge seit Wochen die Nachrichten im Radio und in den Zeitungen. Seit Anfang Mai haben wir eine Trockenperiode mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Keine Niederschläge. Seit 6 Wochen. Eine Hölle für jeden Allergiker und Asthmatiker. Es ist unheimlich viel Blütenstaub in der Luft und darunter muss ein besonders mistiges Zeug sein, das für solche Menschen tödlich ist. Aber du hörst nichts. Du liest nichts über das Thema. Na also. Was heißt na also? Das ist ja das Verdächtige daran. Dabei sind die Notärzte Tag und Nacht unterwegs. Und im Umweltreferat sollen sie sogar heimlich Notstandspläne ausarbeiten. Mit Evakuierung der Bevölkerung. Wer sagt das? Sascha. Ach, Sascha. Der war schon immer so ein grüner Spinner. Der läuft doch jedes Jahr mit einer neuen Katastrophentheorie herum. Wenn es nach dem ginge, müsste die Menschheit schon vor 10 Jahren zugrunde gegangen sein. Ich kann ihn schon nicht mehr hören. Du glaubst doch nicht etwa... Man hat uns auf jeden Fall nicht die Wahrheit gesagt. Also los. Verbessert keine Hauptstraße. Logisch. Das ist ein Wort, das man bei Ihnen gar nicht vermutet. So kann man sich täuschen. Jetzt hört auf mit euren Frotzeleien. Habt ihr die Kameras und die Mikrofone überprüft? Alles klar zur Frontberichterstattung. Augentropfen, Nasenspray, Atemschutz, Brillen. Da ist eins von diesen Löschflugzeugen, die Wasser in den Wald schmeißen. Halt mal an für einen Moment. Kamera bitte. Sowas macht sich immer gut. Das ist absurd. Natürlich ist es absurd. Aber ihr habt es dazu kommen lassen. Ihr habt letztes Jahr schon die Fakten gehabt. Das stimmt nicht. Nur Vermutung. Und ihr habt nichts unternommen. Das ist nicht wahr. Schweigen. Aussitzen. Die Bevölkerung über die Gefahren im Unklaren lassen. Der liebe Herrgott wird's schon richten. Kein Kommentar. Das ist typisch. Es hat immerhin schon letztes Jahr 3 Todesfälle gegeben. Moment. Es liegt nicht der geringste Beweis vor, dass in auch nur einem der Fälle ein ursächlicher Zusammenhang bestand. Es gibt Gutachten. Bestellte. Und offizielle Obduktionsberichte. Furchtbar aufgebauscht von der Presse. Eine Obduktion von Leichen, die ein halbes Jahr im Wald gelegen haben. Lächerlich. Ihr wollt also weiter schweigen oder ihr lügt euch in die Tasche. Ich werde die Fakten auf den Tisch legen. Das werden Sie nicht, Benedikt. Was sollte mich daran hindern? Ihr gesunder Menschenverstand, Benedikt. Wir können es uns nicht leisten, wenn jemand die Leute verrückt macht. Soll das eine Drohung sein? Nein. Der gute Rat eines ehemaligen Kollegen. Sind noch ein Platz frei bei euch, kluge Leid? Ja, der Bastel. Setz dich her. Magst du ein Bier? Ein Bier. Brauchst mal kein Bier zu bezahlen, Hofstädter. Das
habe ich immer noch selber bezahlt. Geh zu, bist doch ein armer Hund. Ein Hund bin ich. Recht hosch, Hofstädter. Ein Hund. Und ich riech schon, wie es überall brennt bei euch. Was redest denn da wieder für einen Blödsinn? Ich hab schon gehört, dass du die Bauern aufhetzt. Dass du ihnen erzählst, ihnen an der Wald angezündet Zeug. Weiß genau, was ich mache. Das Hexe geweckt aus dem Böhmischen drüben. Man erkennt's an der Wipfle. Wie Bese. Sogar das Vieh scheut's. Verbeißt's nicht? Traut ihm nicht? So ein Gewäsch. Kennst du die Träume, die von der Fichte kommen, Hofstädter? Hör auf mit deinem Hexenzeug. Wie ist es der Herr? Träume? Die von den Fichten kommen. Nein, nie gehört, es tut mir leid. Brauchen Sie nicht zu lachen, Herr. Jeder Baum, jedes Gras, jedes Kraut schickt seine Träume aus. Im März, wenn die Haselnüsse blühen, träumst du von der Scheutode, vom Winterschlafen, vom irdischen Fell. Bei der Buche im April, vom tiefen, kalten Wasser. Hexengewäsch, Baste. Wenn das der Herr Pfarrer hört. Beim wegerischen Mai träumst du vom Himmel, vom Licht, bei der Birke, wenn die junge Mädchen von ihrer zarten Weise bricht. Und da machst du dein Kammerfenster immer ganz weit auf, gell, Baste? Und bei den Fichten? Feuer, Krieg, Asche. Blödsinn. Entschuldige mich einen Moment. Ich komme mit. Hör zu, Benedikt. Lass die Finger davon, ich bitte dich. Unter uns gesagt, uns sind die Fakten bekannt. Experten waren drüben in der Tschechei. Wir wissen, wie schlimm es werden könnte. Könnte. Muss aber nicht. Fichten blühen nicht jedes Jahr, sondern in der Regel nur alle 4 bis 5. Es kommt aber vor, dass sie an 2 Jahren hintereinander blühen. Ist aber selten der Fall. Warum hat man nicht im Winter die Bäume geschlagen, die geschlechtsreif wurden? Letztes Jahr werden es ein paar hundert gewesen sein, dieses Jahr sind es bereits viele Tausende. Benedikt, wir können nicht über Jahre hinweg ein Wiederaufforstungsprogramm für 20 Milliarden Mark durchziehen und dann den Leuten sagen, wir müssen die Bäume wieder fällen, weil sie gefährlich werden können. Eine Stunde später wären alle Flüge ausgebucht und auf unseren Straßen wäre der Teufel los. Aber es muss doch was geschehen. Glaub mir, wir tun, was wir können. Es wird eine Kampagne für die Medien ausgearbeitet, die Leute ganz allmählich mit dem Gedanken vertraut machen soll, dass möglicherweise Schwierigkeiten auftreten könnten. Den Mutanten aus einem böhmischen Drecksnest als Produkt der Geister verkaufen, das war eine journalistische Meisterleistung, wirklich. Gott sei Dank nicht von mir. Aber das macht die Sache nicht leichter. Wie ich euch kenne, mein lieber Hofstädter, hofft der Innenminister in seinem unerschütterlichen Gottvertrauen, dass in diesem Jahr die Fichtenmast ausfällt. Oder dass, wenn sie nicht ausfällt, der Petrus rechtzeitig eine barmherzige Kaltluftfront mit ergiebigen Niederschlägen schickt. Dann wäre der Spuk in ein paar Stunden vorüber. Genau wie letztes Jahr. Aber sonst passiert wieder nichts Konkretes. Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor. Aha. Auch auf Evakuierungen? Alle Eventualitäten. Lass die Finger davon, Benedikt. Glaub mir, das bringt uns allen nichts. Hast du schon mal was von einem OSEC-Atlas gehört? Nie gehört. Was soll das sein? Ich glaube, ich kann euch was zeigen, das vielleicht für uns alle von Nutzen sein kann. Wenn es zum Schlimmsten kommen sollte. Es gibt aber auch immer wieder Wunder. Tja. Vor allem in der Politik. Astarte, bitte das Wetteramt. Ja? Im Ministerium. Morgen, Herr Hofstädter. Guten Morgen. Wie sieht's mit dem Wetter aus in den nächsten 6 bis 8 Tagen? Es sieht sehr gut aus.
Das herrliche Frühsommerwetter bleibt uns erhalten, mit Temperaturen über 30, ja, stellenweise sogar über 32 Grad. Es ist buchstäblich nichts in Sicht, das uns auch nur eine Eintrübung bescheren könnte. Auf den Satellitenbildern ist kein Wolkenzipfelchen zu erkennen zwischen den Azoren und dem Bosporus. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Steht Ihnen wieder mal ein Open-Air-Festival ins Haus, das Sie lieber nicht im Freien stattfinden lassen wollen, aus Sicherheitsgründen? Wie? Ja. Das kann man wohl sagen. Jetzt Jetzt gib doch endlich mal Ruhe. Da bin ich, der hat ja selber drin im Allgäu an die 80 Hektar Wald. Ach, niemals. Aber der Martin hat's doch gehört, als er draußen war auf dem Klo. Der Hofstädter vom Innenministerium hat es selber gesagt. Die Fichte wieder all miteinander schlagen. Ah, der spinnt ja. Wer redet denn doch von alle? Bloß die 30-Jährige. Aber die alle Jahr, bevor sie zum Blühe kommen. Jetzt lass doch endlich mal den Martin selber sagen, was er gehört hat. Also, passt auf. Ich sitz da auf dem Abort. Da kommt der Hofstädter und der Benedikt von dem Käse, was in der Zeitung schreibe, dass mit der neuen Fichte was nicht stimmt und gefährlich wäre, kennt für die Leute. Und dass man sie fällen misst, bevor sie blühe. Und dass das Tausende sind. Komm, das ist doch ihr Sinn. Jetzt hört doch einmal zu. Jetzt passt doch mal weiter auf und der Hofstädter mahnt's Kind sei. Muss aber nicht, wenn alles gut geht. Und er soll in der Zeitung bloß nicht schreiben, dass die Leute noch verrückter wären. Aber man bereite sich schon auf alle Eventualitäten vor. Auch auf Evakuierungen. Was heißt denn das? Auf Frauen, Kinder und alte Leute. Und Vieh. Und wohin? Das nach Friesland. Oder nach Gran Canaria. Oder den Ayatollahs. Ich werde euer Blitzlache schon noch vergehen. Komm, jetzt zeige mal vernünftig. Wer braucht Arbeit? Ach, ihr seid doch schon alle übergeschnappt. Vielleicht passiert doch wirklich nichts. Ich glaube, jedes Jahr wird alles giftiger. Die Schnorke, die Bremse, die Fliege. Das ganze Vieh zeigt, immer giftiger. Wo du hinguckst. Ja, das ist der. Muss sein Vater schon Zeig in den Wald gefahren hat von seiner Werkstatt, dass dem Una Milner noch 2 Kilometer weiter drunter die Fisch verreckt sind. Ja, dem sind sie wohl verreckt, dem grünen Naturzipfel, dem Klugscheißerischen mit seinen Frischwasserforelle, dass ich nicht lache. Verstehst du mich schon, was ich meine, gell? Komm, jetzt streitet euch nicht. Wie sieht's denn aus im Wald, Alois? Jockel, hm? Ihr wart doch draußen am Sonntag noch, der Kersch. Ja, nicht so gut. Und was heißt das? Die Fische stehen die Mast. Wie schon lange nicht mehr. Sie hörten Der Wald schlägt zurück. Hörspiel von Wolfgang Jeschke. Es sprachen Simon Röhack, Heinz Meyer, Ralf Lichtenberg, Werner Gallas, Marion Bordat, Luitpold Müller, Gero Wachholz, Martina Roth, Hanna Krauter, Heinz Schimmelpfennig, Max Grashof. Regie Andreas Weber-Schäfer. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.